Aquamarina, Geheimnis der Seen. Zeig uns die Wunderwelt, Freunde und Feen. Kleine Meerfrau Marina. Liebeskranker Fisch. Das dürfte reichen. Du musst nicht traurig sein. Hedwig wird das alles schon in Ordnung bringen. Siehst du? Und nun komm her, mein Täubchen. Jetzt gibt es Mama Hedwigs Schönheitselixier. Nur für dich. Nun wollen wir doch mal sehen. Komm her, Täubchen, komm. Ich bin entzückt. Dudley! Dudley! Ja, Herrin? Was meinst du, wäre es nicht nett, wenn du auch mal eine hübsche Freundin hättest? Ja, hübsche Freundin, ja. Das habe ich mir gedacht. Dudley, wenn jemand diesen Saft hier trinkt, verliebt er sich in den erstbesten, der ihm über den Weg läuft. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Du kannst damit von nun an jedes Herz erobern. Ist das nicht ein herrliches Spiel? Oh ja. Ich habe mir also überlegt, wer wohl am besten zu Dudley passen würde. Und ich habe jemanden gefunden. Oh, wer denn? Wer ist die Glückliche? Nun sagt schon, wer? Es ist Prinz Justin. Ja, 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 hurra! Es ist der Prinz. Wenn Prinz Justin erst einmal in dich verschossen ist, wird er dir bis ans Ende der Meere folgen. Dann wird er ganz von selbst in unseren Armen landen. Siehst du, sogar die Liebe ist manchmal ganz nützlich. Schön. Aber irgendetwas an dieser Geschichte kommt mir merkwürdig vor. Und das wäre? Ach, na ja, der Prinz ist doch eigentlich ein Mann. Was du nicht sagst, Dudley. Und weiter? Tja, wie soll er meine Freundin werden? Das geht doch gar nicht. Dann musst du eben einfach seine Freundin werden. Was? Das geht aber entschieden zu weit. Halt, beruhige dich. Ich werde dir meinen verhexten Plan erklären. Nein, nein. Jonesy, kannst du das auch? Na klar. Nein. Jonesy, wir sollten jetzt lieber auftauchen, bevor der Verwandlungstrank nicht mehr wirkt. Ich will aber noch nicht weg. Wir sind doch gerade erst angekommen. Dann bleib du eben hier. Justin, bitte warte auf mich. Ach, Freunde, war das ein Spaß. Wir könnten uns doch alle morgen wieder treffen und ein Picknick im Meereswald machen. Ja, das ist eine prima Idee. Chauncey und ich könnten mit dem Boot zum Meereswald rudern und erst dort den Verwandlungstrank trinken. Dann haben wir mehr Zeit unter Wasser. Was hältst du davon, Marina? Und das bedeutet, wir können länger im Meereswald spielen. Ich bin dafür. Auf unser erstes Unterwasserfest. Also abgemacht. Winnie und ich werden auf euch beide dort unten und warten. Und ich sorge dafür, dass wir mehr als mehr Meerkekse dabei haben. Also bis morgen. Wiedersehen. Bis morgen. Du weißt, was du tun musst, nicht wahr? Von nun an bist du ein hübsches Mädchen mit dem Namen Dudley. Hast du mich verstanden, du Hammerbrett? Ja, aber ich bin doch gar kein... Na schön, ihr habt es so gewollt. Na also, und jetzt öffne dein Maul. Na... Wie sehe ich aus? Irgendetwas stimmt nicht so ganz an meinem Rezept, aber das werden wir schon hinkriegen. So, das müsste eigentlich hinhauen. Und jetzt schütte diesen Saft in einen Trank, den Justin trinken soll. Achte darauf, dass er dich als Erster erblickt. Er wird sich unsterblich in dich verlieben und dir blindlings in meine heimtückische Falle folgen. Jo! Aua! Jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich bin die süße kleine Dudley. Klingt schon besser. Und jetzt hol ihn dir. Aber gern. Dudley finde ich unheimlich nett. Brav, mein Mädchen. Womit habe ich das verdient? Aha. Ah!
Ich ziehe hierher. Dann ziehe ich dorthin. Darf ich euch noch etwas Tee anbieten? Vielen Dank. Oh, der riecht aber wirklich köstlich. Und jetzt setze ich euch matt. Ich gehe rasch in die Küche und hole euch eine neue Tasse. Nein, 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 das ist wirklich nicht nötig. Lass das mal. Prinz Justin kann doch meine Tasse haben. Es war ganz allein meine Schuld. Mach dir doch nicht so viel Mühe. Danke. Kümmere dich um deinen Kram. Hast du auch diese seltsame Stimme gehört? Ich habe gar nichts gehört. Sag mal, ich sehe dich zum ersten Mal. Bist du neu am Hof? Ja, ich heiße Dudley. Jetzt sag mir bitte einer, warum mir dieser Name so bekannt vorkommt. Ein schöner Name, Dudley. Oh, vielen Dank. Entschuldige mich jetzt bitte. Verflucht, ich hasse diesen Chauncey. Die ist ja richtig süß. Nicht wahr, eure Verliebtheit? Du bist ein sehr guter Bogenschütze geworden, Justin. Ich hatte ja auch einen hervorragenden Lehrer. Ich kann auch etwas Neues. Passt mal auf. Großartig. Mal sehen, ob das dein Lehrer auch noch schafft. Der Prinz wird von der vielen Schießerei ganz durstig sein. Das ist doch die Gelegenheit. Sieh dir das an, das soll mir ein gewisser Wilhelm Tell erst einmal nachmachen. Denen werde ich zeigen. Ja! Ja! Was ist denn, Chauncey? Beeil dich ein bisschen! Wenn ich noch schneller reite, wirft mich das Pferd bestimmt bald aus dem Sattel. Es gibt doch nichts Schöneres als einen ordentlichen Ritt. Ja, um sich Beulen am Hintern zu holen. Oh. Tja, das ist meine letzte Chance. Prinz Justin, macht euch keine Mühe mit den Pferden. Ich kümmere mich drum. Ist schon gut, Chauncey. Ruh dich lieber ein wenig aus. Ganz wie ihr wollt. Ich will mich keinesfalls aufdrängen. Verzeiht, Hoheit. Aber ich glaube, ihr könntet eine kleine Erfrischung vertragen. Warum eigentlich nicht? Stell es einfach dort drüben hin. Was mache ich denn nur, damit er aus dem richtigen Glas trinkt? Möchtet ihr ein wenig Saft? Wie bitte? Oh, das ist aber riesig nett von dir, Dudley. Das hat ja toll geschmeckt. Oh, möchtet ihr euren köstlichen Saft etwa nicht trinken? Doch, doch, ich trinke ihn dann später. Ich muss mich erst noch um die Pferde kümmern. Die Hauptsache ist, dass er ihn überhaupt trinkt, mein Prinz. Ich verspreche es dir. Du kannst jetzt gehen. Danke sehr. Wiedersehen. Hoffentlich trinkt er jetzt endlich das Zeug. Ich muss mich ja dem schönen Prinzen als Erste zeigen, damit er sich in mich verliebt. Oh Mann, ich hätte mir noch einen Saft von Dudley geben lassen sollen. Ich habe so einen Riesendurst von diesem langen Ritt bekommen. Ich brauche dringend noch einen Schluck. Du kannst ruhig mal ein Glas haben, wenn du willst. Bedien dich nur. Ja, oh Mann, das ist ja riesig nett von euch. Da sage ich nicht nein. Über die Maßen köstlich. Ich glaube, es ist endlich soweit. Verzeiht, ich wollte nur schnell die Gläser wegräumen. Ein Wunder, Dudleytchen. Endlich habe ich dich gefunden, mein süßes, edles, bezauberndes Herz. Ich habe die große Liebe meines Lebens gefunden.
Mein Schnuckel! Sieht fast so aus, als ob sich Chauncey verliebt hätte. Ich glaube, ich lasse die beiden jetzt lieber allein. Vergiss nicht unser Picknick, Chauncey. Wiedersehen! Dudley, mein Zuckertörtchen. Dudley, Dudley, bleib doch stehen. Bitte, Dudley. Oh, Dudley, meine Geliebte. Hör auf, Dudley. Oh, ohne dich herrscht nur noch Finsternis. Ich kann mir diese schleimige Sülze keine Sekunde länger anhören. Ich hätte lieber 100 Hedwigs als Herrin, als so einen Typen am Hals. Bitte lasst mich wieder in das Meer. Da bist du ja wieder, Hylett. Und schon wieder hast du versagt. Ich bleib lieber an Land. Wiedersehen. Du bleibst bei mir. Tja, es gab da eine kleine Verwechslung. Dieser verrückte Kerl hat den Zaubertrank getrunken und nicht Prinz Justin. Es ist doch immer dasselbe, wenn man sich auf dich verlässt. Ohai, ohai, was machen wir denn jetzt mit diesem durchgedrehten, liebeskranken Hitzkopf? Wir werden ihn in unseren Plan einbauen müssen. Wir benutzen jetzt den Diener statt den Herrn. Hier. Dudley! Der Trank hat seine Wirkung nicht verfehlt. Komm nicht, meine Liebste, Dudley! Und jetzt mach weiter wie besprochen, verstanden? Komm zurück, Dudley! Na, mach schon, geh! Nein. Dudley, wo bist du? Oh, du hast mich doch nicht verlassen, mein Schatz. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin, Chauncey. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich auch liebe. Wirklich? Ja, Chauncey, sogar sehr. Aber wir beide werden niemals glücklich sein. Niemals. Warum nicht? Ich kann dir mein Geheimnis nicht länger verschweigen, Chauncey. Ich bin nicht das Mädchen, für das du mich hältst. Was immer du bist, meine Süße, ich werde dich immer und ewig lieben. Nun, ich bin eine Meerjungfrau. Wie bitte? Aber nein, 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 das macht doch gar keinen Unterschied. Ich möchte mein Leben mit dir verbringen, was auch immer du bist, meine liebe Dudley. Danke, Chauncey. Es ist mir gleich, ob du ein Goldfisch oder ein Hai bist. Wir werden gemeinsam in die Ewigkeit schwimmen, meine kleine Meerjungfrau. Du bist so wundervoll, Chauncey. Nein, warte. Trink zuerst diesen Saft hier, Chauncey. Hm? Was ist das, Schätzchen? Damit wirst du unter Wasser atmen können, Liebling. Ich möchte dich meiner Familie vorstellen. Ich bin schon so aufgeregt. Komm, trink. Ja. Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen. Doch nicht so stürmisch. Könntest du bitte die Augen schließen und dich einen Augenblick umdrehen? Na klar, ich tue doch alles für dich. Schätzchen, was soll denn diese Augenbinde? Es wäre mir peinlich, wenn du mich so plötzlich als Meerjungfrau siehst. Ich möchte dich damit zu Hause unter Wasser überraschen. Du bist vielleicht eine Verführerin. Komm hin. Hinein! Was für ein aufregendes Abenteuer! Wirst du dich noch umgucken? Der Spaß fängt doch gerade erst an. Sag mal, hast du eben auch diese fremde Stimme gehört, Dudley? Oder hört sich etwa deine schöne Stimme unter Wasser etwas tiefer an? Da hast du vollkommen recht. Sie klingt hier nur ein bisschen tiefer. Bleibt Chauncey denn? Wir müssen langsam los. Ich kann es mir schon vorstellen. Er kann sich bestimmt nicht von seiner neuen Freundin losreißen. Aber jetzt will ich Marina auch nicht länger warten lassen. Oh je, ich war doch mit Prinz Justin verabredet. Du warst verabredet? Nun ja, wir wollten doch heute einen kleinen Ausflug machen. Wir hatten vor, mit dem Boot zum Meereswald zu rudern. Ich habe das in der Aufregung total vergessen. Oh, und was hattet ihr schlimm im Meereswald vor? Wir wollten unsere Freunde Winnie und Marina zum Picknick treffen. Marina ist auch eine Meerjungfrau wie du. Kennst du sie? Haha, ein Picknick. Hast du eben diese gruselige Stimme gehört? Nein, ich habe überhaupt nichts gehört. Das war bestimmt wieder so ein Hirngespinst. Komm, lass uns deine Familie besuchen. Prinz Justin wird das schon verstehen. Er weiß, wie das ist, verliebt zu sein. Na ja, dann wollen wir doch mal. Wir sind schon fast da. Hoffentlich mag mich deine Familie auch. Ich werde dir jetzt die Augenbinde abnehmen, ja? Verstanden, liebste Dudley. Wie konntest du mich nur so reinlegen? Niemand ist vollkommen. Komm, Dudley, wir haben noch einen weiten Weg. Diesmal wird mir der Prinz nicht entkommen. Das werden wir ja sehen. Was sagst du jetzt?
Chauncey nicht kommen konnte. Er wäre begeistert gewesen. Das sind die besten Unterwasserköstlichkeiten, die ich je gemacht habe. Er vergnügt sich wahrscheinlich immer noch mit Dudley. Ja, jetzt bin ich dran. Aber nicht mehr lange. Oh, ich geb's auf. Oh, ich hab gewonnen. Ich spiel viel lieber mit Chauncey. Da verliere ich wenigstens nicht. Jetzt erzähl uns mal mehr von dieser Dame, in die er sich verliebt hat. Sie muss eine richtige Königin sein. Ach, da kannst du Gift drauf nehmen. Er würde sich doch nicht mit einem alten Fisch abgeben. Mit Marina kann man sie natürlich nicht vergleichen, aber wen kann man schon mit dir vergleichen? Ich kann keine Kekse mehr sehen. Es gibt nichts Schöneres als so ein Nickerchen im Meereswald, wenn man den ganzen Tag herumgealbert hat. Pfeil und Bogen. Zum Bogenschießen. Und wie funktioniert das? Warte, ich zeig's dir. So, jetzt ist es gut. Pass mal auf. Oh, das macht ja richtig Spaß. Darf ich auch mal probieren? Natürlich. Mache ich das richtig? Nein, du musst ihn andersrum halten. So. Ach so. Und jetzt ziele. Ja. Ich weiß nicht, wo er hingeflogen ist. Jetzt, wo uns von deiner Seite nichts mehr blühen kann, werde ich mir Justin und deine Freundin Marina schnappen. Und komm auf keine dummen Gedanken. Mit deinem gefährlichen Mundwerk kannst du jetzt nicht mal Sardinen erschrecken. Oh. Oh je, ich habe jemanden getroffen. Kommt her! Bleib still! Ich werde den Pfeil aus eurem Hintern ziehen. Was habt ihr zwei denn hier zu suchen, ne? Ich frage mich eher, was du hier zu suchen hast, Hedwig. Das wirst du schon sehen. Was hattest du schon wieder vor, du Hexe? Rate mal, mein schlauer Prinz, ich hatte vor, dich hier zu fangen. Aber woher wusstet ihr, dass wir hier sind? Tja, der Diener des Prinzen hat es mir verraten. Was? Chauncey würde dir sowas niemals verraten. Nein. Aber seiner Dudley. Woher weißt du, was Chauncey Dudley verraten? Ich habe ihn in das entzückende Mädchen verwandelt. Dein Diener wartet schon auf dich und brüllt sich jetzt in meinem Käfig die Lunge aus dem Hals. Wie kannst du es wagen, meinen Freund Chauncey so zu täuschen? Das wollte ich doch gar nicht. Aber ihr wolltet euer Zaubersäftchen nicht trinken, wie es geplant war. Und dafür wirst du mir jetzt bitter büßen. Marina, es wird gefährlich. Bring dich in Sicherheit. Prinzlein, wen ich hier habe. Oh. Jetzt sieht die Sache schon ganz anders aus, nicht wahr? Du hast gewonnen. Dudley, würdest du bitte unseren Prinzen fesseln? Hört auf! Lasst sofort Winnie los, oder ich werde euch mit diesem Pfeil erschießen, Hedwig! Wenn du meinst, du könntest mich treffen, obwohl du so zitterst, dann versuch es doch, mein Schätzchen. Na, mach schon, tu's doch, Prinzesschen. Du hast es so gewollt. Ein guter Schuss. Ein guter Schuss, Marina. Bitte, lass mich nicht allein. Ich bin Dudley. Oh, danke, Justin. Oh, Hedwig. So, und jetzt werden wir Chauncey befreien. Komm! Ja. Wenn ich nur daran denke, wie ich von dieser alten Hexe und ihrem Hai reingelegt wurde. Chauncey! Justin! Hilfe, rette mich! Hm.
Na komm schon, lass den Kopf nicht hängen, Chauncey. Ich bin sicher, dass du bald das richtige Mädchen finden wirst. Das ist es ja gar nicht. Was ist es dann? Um ehrlich zu sein, ich muss ständig daran denken, dass ich versucht habe, diesen ekligen Hyde Dudley zu küssen. Das macht mich ganz krank. Aha. Ich weiß gar nicht, was daran so furchtbar lustig ist. Also, was ist? Machen wir jetzt dieses Picknick im Meereswald oder nicht? Jetzt hört doch endlich mit diesem Gekicher auf.